Herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Ihr könnt es bereits sehen, es handelt sich um Runaway 2, The Dream of the Turtle. Ich bin Lady Knight und ich bin gespannt darauf, herauszufinden, was Brian und Gina jetzt so alles getrieben haben. Obwohl, vielleicht will ich es auch gar nicht so genau wissen. Aber ich freue mich trotzdem auf ein Wiedersehen mit den Zweien. Und nachdem sie am ersten Teil ja, der Mafia entkommen mussten und sich aus deren Fängen befreien mussten, finde ich jetzt die Story im zweiten Teil ein bisschen wirrer. Liegt vielleicht aber auch daran, dass ich halt den zweiten Teil nie komplett durchspielen konnte, aufgrund eines Bugs. Und mir da also zwischendurch schon ein ganzes Stück fehlt. Da ich ja dann aufgrund von runtergeladenen Savegames und so halt das Ende spielen und sehen konnte. Aber das war so für mich dann nicht so komplett schlüssig. Und ich hoffe halt, ja, dass jetzt ein erneuter Spieldurchgang da also ein bisschen Licht ins Dunkel bringt. Natürlich hoffe ich auch, dass wir nicht wieder auf den gleichen Bug stoßen. Das wäre ärgerlich. Aber die Erfahrung hat halt einfach gezeigt, dass auf Windows 7 Dinge funktionieren, die halt auf Windows Vista nicht gehen. Und von daher bin ich eigentlich ganz guter Hoffnung, ja, dass das diesmal sauber durchgeht und wir das Spiel also komplett ja, spielen können, ohne größere Probleme. Runaway wurde natürlich wieder von den Pendulo Studios entwickelt und dann 2006, also 4 Jahre nach dem ersten Teil, von DTP Entertainment unter dem Adventure-Label Anaconda veröffentlicht in Deutschland, zusammen mit Crimson Cow, obwohl ich glaube, dass Crimson Cow praktisch die Rechte erst 2010 übernommen hat, nachdem DTP Entertainment ja, Insolvenz angemeldet hat und da praktisch dann die Rechte übertragen wurden. Aber da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, von daher sind auf jeden Fall beide für das Publishing verantwortlich. Ihr könnt jetzt ja hier schon sehen, dass alle Kapitel schon freigeschaltet sind. Das liegt jetzt daran, dass irgendwie, aus welchen Gründen auch immer, mir diese Kapitelübersicht nicht angezeigt wurde, als ich einfach nur mal den Vorspann habe durchlaufen lassen und das erste Kapitel halt begonnen hat. Normalerweise kriegt man dann ja gleich das erste Kapitel freigeschaltet. Es hat irgendwie nicht funktioniert und deshalb habe ich jetzt einfach mal ja, den Abspann durchlaufen lassen und bin jetzt hier gelandet. Deshalb sind praktisch alle Kapitel schon da, aber ich habe das Spiel jetzt nicht erst gespielt oder so. Das liegt echt schon eine Weile, ja, bestimmt auch schon 5 oder 6 Jahre her oder so, dass ich das gespielt habe. Und ja, wie gesagt, nicht vollständig. Aber aus dem Grund sind praktisch schon die einzelnen Sachen hier freigeschalten und es bietet sich halt einfach an. Sonst startet das Spiel halt direkt mit dem Vorspann, ohne dass man da nochmal die Möglichkeit hat, irgendwas zu sagen. Und deshalb habe ich mir gedacht, mache ich es eben auf diese Art und Weise. Runaway 2 wird jetzt das erste Spiel sein, was auch von den 20-Minuten-Videos profitieren wird. Also es ist jetzt das erste Projekt, das also 20-Minuten-Parts haben wird. Ich hoffe, ihr freut euch darauf, auf die geballte Power von Brian und Gina. Und weil es ja jetzt schon eine Weile zurückliegt, dass ich den ersten Teil gespielt habe, schauen wir doch einfach mal ja, hier die Zusammenfassung an. Ich verstaute mein Gepäck im Kofferraum und bereitete mich darauf vor, Manhattan in Richtung Berkeley zu verlassen. Aber ist es nicht unheimlich, wie sich unser Leben in einer Zehntelsekunde völlig verändern kann? Die Frau kam aus dem Nichts. Sie rannte auf die Straße und war plötzlich vor mir. Ich hatte keine Zeit zum Bremsen. Im Krankenhaus, nachdem sie das Bewusstsein wiedererlangt hatte, erklärte sie mir, dass die Mafia ihren Vater gerade umgebracht hatte und dass die Kerle jetzt hinter ihr her waren. Der Grund dafür? Gina, so hieß die junge Frau, besaß ein seltsames Kruzifix, das die Mafiosi um jeden Preis wiederhaben wollten. Sie bat mich darum, ihr die Flucht zu ermöglichen und ihr zu helfen, das Geheimnis des Kreuzes zu lüften. Wer hätte sich einer solchen Bitte widersetzen können? Wir traten eine Flucht an, die uns quer durch Amerika führte.
Wir begannen im Archäologischen und Naturkundemuseum von Chicago, wo mein Freund Clive uns zu Hilfe kam. Unglücklicherweise waren uns die Mafiosi auf den Fersen. Sie nahmen uns gefangen und verschleppten uns in die Wüste. Obwohl ich mich befreien konnte und eine ehemalige Ölförderanlage erreichte, hätte ich es nie geschafft, Gina zu retten, wenn mir nicht ein Trio Varieté-Künstler geholfen hätte, die Mafiosi zu überlisten. So konnten wir jedoch fliehen und etwas Abstand gewinnen. Mitten in der Wüste von Arizona fand ich Douglasville, eine Stadt wie aus einem Westernfilm. Dort lernte ich drei Leute kennen, die heute zu meinen besten Freunden gehören. Saturn, Rutger und vor allem die begnadete, millionenschwere Hackerin Sushi Douglas. Und was noch unglaublicher ist, nicht weit von Douglasville traf ich auf einen gewissen Joshua, ein Ufologe, der ernsthaft glaubte, in Kontakt mit einem Planeten namens Trantor getreten zu sein. Ich kann es mir bis heute nicht erklären, aber er verschwand vor meinen Augen in einem Lichtstrahl. Das Geheimnis des Kreuzes war ganz in der Nähe verborgen. In einem fast unzugänglichen indianischen Dorf, voller Geheimnisse, Gefahren und Geschehnisse außerhalb unserer Vorstellungskraft. Du wirst dich fragen, welche Chancen ein Uni-Absolvent wie ich, Brian Basco, bei all dem haben konnte. Tja, du irrst dich, wenn du denkst, dass ich es nicht schaffte. Wie es mir gelang? Das ist etwas, was du ein andermal herausfinden sollst. Ja, war ja eigentlich eine schöne Zusammenfassung. Und ja, wer wissen will, wie das Abenteuer letztlich ausgegangen ist, kann natürlich entweder das Spiel spielen oder sich auch das Let's Play anschauen, das ich dazu gemacht habe. Ich weiß, Eigenwerbung stinkt, aber man muss es ja auch mal gesagt haben. Und ich denke, damit ist auch alles gesagt jetzt erstmal hierzu. Und im nächsten Video werden wir dann ein neues Spiel starten, natürlich von vorne. Das finde ich auch sehr lustig, dass hier überall unterschiedliche Musik läuft. Auf jeden Fall sehr witzig. Na gut, aber wir sehen uns im nächsten Video wieder und starten ein neues Spiel dann. Also bis dann. Tschüss.